So, da sind wir auch wieder zurück. Ich habe gerade noch mal im Inventar geschaut. Hier kann man auch noch mal seine Stufen so sehen, sein Geld und so natürlich. Muss man also ein bisschen mehr drauf achten. Hier haben wir auch noch ganz schön viele Pilze von zu verkaufen. Ich habe eben oben noch ein paar Pilze gesammelt. Dann bin ich einfach nur ein bisschen weitergegangen hier. Und fertig. Und hier ist natürlich noch ein Kaninchen. Hier ist auch wieder eine Quest. Wahrscheinlich mit einem Pferd. Oder kommen Pferd kaufen. Mal gucken. Der Bauer leibt bereitwillig sein Pferd. Okay. $20. Ich versprach dem Bauern, mich gut um sein Pferd zu kümmern. Okay, jetzt haben wir ein Pferd. Gehen wir hier mal hin. Und nehmen uns das Holz mit. Zack. Haben wir hier noch was gespawntes? Nee. Kann im Moment alles nicht mit umgehen. Spawnt hier eigentlich irgendwas Neues? Momentan nicht. Aber die Kristalle können wir auch noch irgendwann kriegen. Die Schatzkisten sowieso. Im Moment verkaufe ich alles. Ich brauche händeringend Geld. Und wir müssen natürlich auch immer wieder Nahrung kaufen. Weil das ist zu viel. Vielleicht kriegt man irgendwo noch was. Das weiß ich nicht. Aber dafür kann man hier wieder ein Fell verkaufen. Das geht immer so alles hin und her. Aber den Kessel, ja, ich will natürlich kochen lernen, aber okay. Aber hier können wir das erstmal abgeben. Zack. Das Holz. Alles erledigt. Nach dieser harten Arbeit habe ich mir eine Belohnung verdient. 3 Erfahrungen und $30. Ich habe das Pferd zurück zu seinem Bauern gebracht. Zack. Okay, hier ist noch ein Kaninchen. Oben sind noch Eier sogar. Und das spawnt immer alles neu. So. Muss ich mal ganz kurz husten. So, hier. Im Moment nichts. Das geht auch noch nicht. So. Warum das manchmal denn. Wurde so angezeigt, als würde es fast gehen. Aber okay. Ob man die Filze verkaufen kann, weiß ich momentan noch nicht. Wir brauchen noch Köder, ne? Wir, hier schon mal, wir haben eine Angel, ne? Können wir nämlich hier mal ein bisschen gucken. Wir haben. Machen wir mal. Zack. Okay, da oben können wir natürlich auch hin. Aber wir gucken erstmal hier. Ist egal. Die Spinne. Warum brauchen wir einen Speer für? Kommen wir da sowieso noch nicht weiter. Zack. Schön Pilze sammeln. Schön Eier sammeln. Wir brauchen nette Geräusche. So, Eier. Dann das Kaninchen erledigen hier. Ja. Noch ein paar Pfeilchen. Also ein paar Pfeilchen. Die Rede können wir auch noch einmal erledigen wahrscheinlich. So, dann gehen wir hier mal runter. Ein bisschen Fisch. In einer kleinen Insel. Das kann man mal. Die Frösche können wir aber im Moment noch nicht angucken. Nur die Perlen. Anscheinend können wir auch hier noch nicht so richtig fischen. Was haben wir hier? Ah, irgendwann kann man das schon alles anklicken. Also irgendwann muss man nochmal die ganzen Bildschirme durchgehen, glaube ich. So. Ja, wer bist du denn? Willkommen auf der Insel, Junge. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich dich auch nicht. Soll ich dir beibringen, wie man angelt? Ja, okay, wir haben die Fähigkeit noch gar nicht. Der Meisterangler ist bereit, mir gegen eine kleine Gebühr die Grundlagen des Fischens beizubringen. Wie haben wir eigentlich? Ah, na gut. Aber wir brauchen noch ein Fischernetz. Das kann ich ja nicht so an. Verstehe ich nicht. Ah, das wird knapp. Wir haben nur noch $2. Ich komme gleich wieder, deswegen muss ich noch vielleicht ein bisschen was verkaufen. Haben wir keine Karte, immer noch nicht, ne? Sonst könnte man die ganzen Wege immer sparen, aber ich hoffe, das kommt. Irgendwas beunruhigt den Bürgermeister offensichtlich. Er sucht nach jemandem Vertrauenswürdigen für eine besondere Aufgabe. Das können wir auch mal machen.
Junge, ich habe in letzter Zeit viel Gutes über dich gehört. Könntest du vielleicht... Der Bürgermeister bittet mich, den Weg nach Yellow Valley zu erkunden. Die Dorfbewohner behaupten, Orks in der Nähe gesehen zu haben. Angeblich in den Bergen östlich des Seeufers. Beobachte die Orks in den Bergen. Aber wenn ich da hinkomme, mach ich es. So, das bringt mal richtig Kohle. Aber irgendwann brauchen wir das wahrscheinlich auch als Quest. So, danke für die neuen Quests, Paps. Genau wie sowas hier, ne? Da muss ich immer ein bisschen... Achso, kann ich jetzt gar nicht. Ich kann immer nur einen Dreier Schritten verkaufen. Verkaufe ich lieber zwei von, man weiß ja nie. Ah, das ist mir ein bisschen teuer gerade, das kaufe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, das habe ich mir schon gedacht. Okay. 20, wieso 10? Okay. Kann ich jetzt doppelt? Warum auch immer. Da haben wir wieder ein bisschen gelernt. Jetzt können wir auch, die Ziegen angreifen. Hier ist noch eine Kiste wieder gespawnt mit einem Seil. Hat sich hier jetzt was getan? Wieder? Man läuft hier von A nach B auf jeden Fall. Hab ich eigentlich eine Map oder so? Oder sehe ich, kann ich was drücken? Bis jetzt noch nicht. Zack. Man macht immer was anderes, als man eigentlich will. Und dann will man dies und das und dann sieht man auch das und das. Und dann kann man das und das noch machen. Ja, das ist. Das ist gut. Gut, dann will ich auch mal kochen. Ach, ich brauche ein Dings. Wo kriege ich den denn her? Habe ich noch gar nicht so richtig drauf geachtet. Aber hier kann man das überall noch nicht kaufen. Ich muss irgendwie aus dem Fleisch oder das Fleisch wahrscheinlich selber kochen, ne? Schätze ich mal. Oder wie auch immer. Aber ein Dings, einen Kessel können wir noch nicht kochen. Achso, jetzt haben wir ja schon. Dann kaufe ich noch einen. Ist egal. Was war das andere noch? Was können wir auch noch gebrauchen? Brotzahn. Kaufe ich auch mal. Die erledige ich noch, die alte Ziege so. Da können wir auch drin. War ich da unten? Da war ich auch noch nicht, ne? Ah, egal. Neu gespawnt. So, dann wollen wir hier wieder hin. Das ist ein Bildschirmgeklicke des Grauens. Dann bringen wir das mal beides an. Zack. Die Lektion kann beginnen. Bereite bitte dein Fischernetz vor. Ja, mach ich. Ich muss alles genauso machen, wie der Fischer es mir zeigt. Und zwar erstmal Energietank. Also Ausdauer. Dafür frage ich mich sowieso immer. Macht der, wenn wir mehr haben, macht der mehr? Ich weiß nicht. Von mir aus kann das... Kommt hin, ey. Brauch halt im Laufe des Spiels mehr Ausdauer. Zack. Ein Fisch. Glückwunsch, Junge. Du hast deinen ersten Fisch gefangen. Das war gar nicht so schwer. Ich brauche nur viel Geduld. Angeln plus eins. Yeah. Hier mal angeln, da mal angeln. Frösche. Warum? Was mache ich denn mit meiner richtigen? Ich weiß auch nicht. Aber wir müssen mal wieder. So, zack, zack. Aber ich bin nicht so schnell. Sagt mir, wenn ich zu schnell klicke oder so. Oder wenn das okay ist. Mir jetzt nicht ein Grund, der alles ganz langsam macht, ne? Teilweise. Wir werden immer besser machen.
08. Hier können wir auch noch ein bisschen was. Energie. Ja, geht im Moment nicht, weil wir kein Dings haben. Hier kann man nur Fische, hier kann man nur kaufen, aber nicht verkaufen. Hier aber. Ja, im Moment mache ich mal lieber richtig Kohle, weiß ich nicht. Weil. Achso, hier nicht. Ich will auch mal richtig Essen brauchen. Ob das nicht übertrieben ist, ich glaube, es ist übertrieben. Okay, machen wir es ein paar Mal. So was habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich will auch nicht nur deswegen, aber auch, dass ich da nicht dauernd hin muss. Zack. Hatten wir hier oben noch Angelbildschirme, sag ich mal? Nein, aber hier. Oh, Pfeile. Ja, gib mal Pfeile her. Es gibt auch mal Sachen, wo man richtig nur fast am Jagen und am Suchen ist, ne? Eine ganze Zeit lang. Und wenn irgendwas neu gespawnt ist, weil man das alles immer wieder verkaufen kann. Und sollte. Wie ist das? Dann guckt man auch mal hier wieder rein. Ah, das schuld aber. Also man kann schon alles verkaufen, man kriegt ja auch immer alles wieder. So. Ah, hier können wir auch richtig. Da brauchen wir aber. Okay. Das können wir bald, aber hier sonst. Ah. Da können wir das wieder alles absuchen. Aber alles mit Level 20. Immer so alles zu finden ist und dass hier alles so rumliegt. Dann gehen wir gleich da lang. Weil im Moment sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Ah, brauchen wir noch ein paar Level, ne? Noch mehr was für mich. Ich kann das auch mal ein bisschen besser hin. Mal nochmal so, zack. Hier noch was? Nein. Da war noch ein Kaninchen natürlich. Noch mehr Pilze. Gibt es immer wieder was, ne? War das schon immer so in den Spielen? Ich glaube nicht. Hier haben wir dann noch eine Kiste. Die kommen wir nicht, ne?
So. Es nimmt niemals ein Ende. Naja, ich gehe ja schon. Aber wo ist, kriege ich den? Ich weiß. Oder muss ich... Achso. Ups. Lass uns anfangen. Achtet genau darauf, was ich mache. Ach, ich bin so schlau, ne? Hätte ich ja schon längst kaufen können. Gut, die Suppe ist fertig. Ich habe die Grundlagen des Kochens gelernt. Von nun an kann ich selbst Mahlzeiten in mein Lager zubereiten. Yeah. Kann ich auch Wurzeln kaufen. Das kann ich alles kaufen, ne? Pfanne haben wir schon. Okay. Aha, das ist aber alles neu, sowas, ne? Was ist das? Pilzsuppe. Okay, wenn wir 8 essbare Pilze hätten und Wurzeln, haben wir aber nicht. Können wir natürlich, können wir kaufen, wenn wir wollen. Oder halt hier Salz. Ja. Alles klar, das ist ja cool. Wir können es kaufen. +2, +2, ne, oder? Das hätten wir dann schon mal, brauchen wir aber wieder 8 Eier, okay. Am nächsten Mal bitte nicht verkaufen, erstmal. Da will ich beides mal gekocht haben. Aber ansonsten haben wir noch gut Ausdauer und gutes Essen, erstmal. Und Geld? Naja, es geht. Okay, ich dachte, findet man noch woanders, aber okay. Pilze hier. +3. Na komm, wir gehen jetzt mal hier. Ich spanne mich selber und euch auch auf die Folter ein. Wieder eine Schlange. Kann ich nicht anklicken. Ah, da kann ich, glaube ich, gleich was kochen. Die Schlange erledige ich nochmal eben. Oha. Grr, grr. Ich rieche Menschenfleisch. Orks, es ist also wahr. Ich muss den Bürgermeister davon unterrichten. Lauft, der Weltenbrecher erwacht. Uff, was war das? Der ganze Boden bebte und ich erstarrte vor Schreck. Noch nie habe ich etwas Vergleichbares erlebt. Ich sollte lieber zurück ins Dorf gehen und nach dem Rechten sehen. Nicht nach dem Linken? Aha, also jetzt wird man langsam damit konfrontiert. Heißt das konfrontiert? Konfrontiert, so. Schweres Wort für mich. Was hier eigentlich Sache ist und was hier wieder so die Gefahren ist. Also Orks, der Weltenbrecher. Daraufhin erstmal eine Pilzsuppe kochen. Oh, gibt auch gut was. Ich kann jetzt besser kochen. Das ist ganz nett. Wollen wir den nochmal berichten? Ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwas gespawnt ist oder so. Moment. Okay. Ich berichtete dem Bürgermeister, was ich in den Bergen gesehen habe. Das sind wirklich beunruhigende Nachrichten. Ich muss nachdenken, was wir jetzt am besten unternehmen. Und du machst dich schon auf den Weg nach Hause. Man hat mir zugetragen, dass dein Haus bei diesen schrecklichen Erdbeben zerstört wurde. Was? Das geht aber so nicht. Ja, gucken wir gleich. Dramatisch. Vorher noch mal eine Schlange. Ach, was das? Ein Giftzahn oder was? Giftsack. Ey, du Alter, Giftsack.
Oh nein, unser Haus ist völlig zerstört. Und wo ist Onkel Brent? Ja, das werden wir wohl in der nächsten Folge rausfinden bei Hero of the Kingdom 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.